Erschöpft und verwundet war Ciri im Sumpf zusammengebrochen. Ein paar Bauern hatten sie gefunden und zum Baron gebracht, dem selbsternannten Herrscher Velens. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. Zukunft besser sein als die Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Witcher 3. Nein, es ist nicht zum Heulen. Es ist nur zum Heulen, was die hier durchmachen. Ja, wir sind hier in einem Dorf ziemlich am Rande des östlichen Gebietes der Karte und sind hier auf einen Wahrsager gestorben. Das ist der alte Wissende hier. Der uns angeboten hat, einen Blick in unsere Zukunft zu werfen. Doch der erste Versuch ist fehlgeschlagen und er hat gesagt, mit etwas Drachenwurz könnte er uns mehr erzählen, weil das seine Kräfte denn verstärken würde. Genau, tief in den sumpfigen Wäldern von Wehen stand am Straßenrand ein Altar zu Ehren eines längst vergessenen Gottheit. Dort traf Gerhard auf einen alten, halbsenilen Mann. Das stimmt zwar jetzt nicht, weil er jetzt hier im Dorf ist, der behauptete, die Zukunft voraussagen zu können und dies auch tun würde, gegen ein geringes Entgelt. Ja, nachdem wir ja die Mumen, im Buckelsumpf besucht haben und dort ja eine sehr überlange Folge gedreht haben, weil ich einfach die Zeit vergessen habe, weil die Story so gut war, sind wir dabei, so ein paar losen Enden und Quests abzuarbeiten, und diese eine Nebenquest hat uns hier an dieses Flüchtlingsdorf bzw. Holzfällerdorf geführt. Gut, lange Rede, kurze sind. Genau, Binkelheim heißt dieser Ort. Oh, hier gibt's sogar noch eine Quest. Wunderbar. Sprechen wir da mal mit ihm. Du ziehst nordwärts, Meister? Eventuell. Warum fragst du? Ich dachte, du könntest vielleicht nachsehen, was mit unseren Männern passiert ist. Sie sind schon eine Weile weg. Na gut. Meine Belohnung. Was habt ihr da im Sinn? Wir dachten... Aber ja, du hast was für deine Mühe verdient. Machen wir mal einen Bonus von... Versuchen wir mal eine runde Summe, 300. Ich weiß nicht, kannst du nicht noch runtergehen? 5. Ich weiß nicht, kannst du nicht noch runtergehen? Okay, ich gehe noch 5 runter. Ich weiß nicht, jetzt kannst du nicht noch runtergehen? Das kannst du doch wohl nicht machen. Weißt du, wie schwer das ist, als Hexer hier durch die Gegend zu laufen? Ich weiß nicht. Oh. Kannst du nicht noch runtergehen? Okay. Machen wir eine glatte Summe von 14... 20. Ich weiß nicht. Wow, jetzt ist aber Schluss, Alter. Kannst du nicht noch runtergehen? Freut mich, wenn dir das passt. Na gut. Was brauchst du? Hier ist neulich eine Kaufmannskarawane durchgekommen. Die hat ein paar unserer Leute angeheuert, ihr den Weg zur Brücke zu zeigen. Gestern hätten sie zurück sein sollen. Gut, ich halte die Augen offen. Alles klar. Mein Bruder Tomil hat sie angeführt. Rede mit ihm, wenn du sie findest. Kluger Mann, nicht wie die anderen. Phantom der Handelsroute. Machen wir eben Quest verfolgen. Ich möchte mal gerne wissen, wo wir da hin müssen. Ist hier oben im Norden. Die Höhle, wo wir hin müssen, liegt hier. Und dann haben wir hier noch ein Fragezeichen. Machen wir das auf dem Rückweg mit. Hier ist auch noch eins. Die Zeit müsste eigentlich reichen. Denn, genau, das ist sie. Die Wahrheit steht in den Sternen. Wer das glaubt, ist dumm. Finde ich jedenfalls. Ich hasse alle von deiner. Möge das Glück uns gewogen sein. Genau. Es scheint es gar nicht gut zu gehen. Sie sagt, sie hätte verdorbenes Fleisch gegessen. Also wir sind ja ungefähr 100 Schritt entfernt. Das können wir auch laufen. Hier ist ein kleiner Trampelpfad. Und wenn ich mich nicht täusche, müssen wir gleich einen wunderbaren Ausblick auf das Tal hier unten haben. Da haben wir es auch schon. Was wir da hinten in der Ferne sehen,
Das ist das Lager, das Heerlager. Ich weiß jetzt aber nicht von wem. Von den Nilfgaardern oder von den Redianern. Dieses hier. Dieses riesige Etwas. Da werden wir auch noch irgendwann mal hinkommen. Hier ist noch so ein kleines vorgelagertes Dorf. Gut. Aber wir wollten ja Drachenwurz suchen gehen. So, oh, hier müssen wir runter. Sprinten wir mal. Oh, oh, was ist das denn? Ein Moormixer? Die haben wir auch noch nicht gehabt. Was kannst du denn? Warte mal, ja. Und Oh, ich bin ganz überrascht von dem Kerl. Ja, komm mal her. Nicht weglaufen. Was kannst du denn? Nix kannst du. Gibt's da irgendwie eine neue... neuen Eintrag denn im Destinarium? Bam, 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 bam. Nekrophagen. Nee. Das ist seltsam. Gut. Wir müssen hier wieder lang. Okay. Sind doch ein bisschen zu weit gelaufen. Was ist das denn für ein Pflänzchen? Das können wir auch, das kann ich glaube. Oh, da kommen noch mehr. Was sind das denn? Auch Moormixer oder sind das Ertrunkene? Oh, ertrunkener Tote. Boah, der haut aber ganz schön zwischen die Augen. Auf Wiedersehen. Stufe 18 ist der. Das möchte ich nicht. Puh. Ich hatte gehofft, dass ich den eventuell schaffen würde. Gut, wir sind jetzt endlich an unserem Reisepunkt angekommen. Hier sieht man schon aufgehäufte Schädel, skelettierte Leichen. Können wir was sehen hier? Okay, dann gehen wir mal rein. Bin gespannt, was uns hier erwartet. Hier wieder alles voller Pilze, das kennt man ja schon aus den Höhlen. Oder ist das Duster? Ich trinke mal eben einen Schluck aus der Fiole der Katze. Alles voller Pilze, die kann ich nicht gebrauchen, da habe ich eh schon genug von. Es gibt hier auch sonst nichts zu sehen, ne? Da ist eine Geräuschquelle. Oh! Was haben wir denn hier? Ah, hey, meine kleinen Freunde. Level 2 wieder, na gut. Ja, komm. Burn, Baby, burn. Wunderbar. Keine Gegner. So, dann mal gucken. Oh, hier ist nicht eine Leiche. Ein Beilkopf. Keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Und das müsste der Drachenwurz sein. Was hier Drachenwurz. Ob der Alte damit wirklich in die Zukunft sehen kann? Okay, wir werden es gleich herausfinden. Wie gesagt, wir machen noch einen kleinen Umweg zurück. In der Kiste ist nichts. Mal wieder rauslaufen. Ich brauche noch eine Stufe, um unser neues Schwert hier zu benutzen zu können. Das hier. Gwenell.
ein Silberschwert. Wir haben schon wieder viel zu viel in unserem Gepäck hier drin. Ich glaube, die kleinen Glyphen werde ich erstmal alle verkaufen. Die großen werde ich behalten. Ich glaube, das ist eine gute Idee, oder? Gut. Nicht wundern, wenn das jetzt alles weiß ist. Es liegt nicht an eurem Bildschirm. Das liegt jetzt einzig und allein nur daran, dass ich noch den Trank Katze eingenommen habe. Deshalb ist das alles so hell. Ja, und natürlich ist jetzt Sonnenschein. Tagsüber Sonnenschein. Ich laber wieder was. Gut. Quests, nein. Weltkarte. Ah nein, Weltkarte, so. Wir wollen jetzt erstmal hier hinüber. Und dann gehen wir darüber. Und hier oben ist noch die Quest, die wir eben noch in dem Dorf hier angenommen haben. Und dazu brauche ich jetzt erstmal ein bisschen Unterstützung. Von Plötze. Wo bist du doch? Kleine Stückchen entfernt. Oh, was war das denn? Ach du Scheiße, ein Bär. Aber den lassen wir mal in Ruhe. Wenn du uns nichts tust, tun wir dir auch nichts. So. Ist doch einfach, oder? So, wir sind da. Heya! In einer Minute 20 ist unser Trank hier abgeklungen. Was haben wir denn hier? Ich sehe da hinten Hunde. Das habe ich ja nicht gesehen. Ja. Mal sehen, ob ich den einen... Oha! Einen Hund haben wir erwischt mit unserer Armbrust. Anführer der Deserteure, na super. Komm aus dem Busch raus, Mann. Daneben. Na gut. Banditenlager. Fielt auf seine Augen! Oha. Der kann auch kontern. Scheiße, verdammt. Was ist das? Nicht nachlassen! Da oben stehen noch Bogenschützen, verdammte Scheiße. Jetzt muss ich hier wieder aufpassen. Ich muss das irgendwie von hinten jetzt erwischen. Oh, genau zwischen... Ich will es nicht aussprechen. Die Beine. Das ist ja krass. Aber ich glaube nicht, dass das gewollt ist. So, wo haben wir denn den anderen hier? Ein bisschen Schinken haben wir hier gefunden. Nie lernen. Sehr gute Kombo. Na los, dann müssen wir doch hier hoch. Das ist eine alte Mühle. Hier über die Wind. Über die Flügel können wir hier rüberlaufen.
beziehungsweise hoch. Oh, jetzt bist du dran. Lass ihn nicht zu Atem kommen! Der Drecksfell verflucht uns! Oh, was ist das denn? Wir ziehen dir die Haut ab! Jetzt muss ich den ganzen Weg hier wieder hochkraxeln. Das ist ja übelst. Komm her. Ja, komm her. Na, komm schon. Boah, der haut richtig rein. Wenn ich nicht aufpasse, bin ich gleich tot. Mein Gott, der kann aber richtig... Wir ziehen dir die Haut ab. Ach, schon wieder. Jetzt gibt es ja auch noch Fallschaden. Oh, jetzt kommt Lass ihn nicht zu Atem kommen. Komm her. Feuer. Es wurde ja doch noch ein bisschen eng. So, mal gucken, was hier unten alles zu holen gibt. Ich sehe hier noch ein paar Hunde rumlaufen. Oder hört zumindest was. Bärenköpfer Peter. Manuskriptseite verbessertes Geisteröl. Auch eine Rune. So eine Erfrieren-Rune würde mich ja mal interessieren. Weil die würde mich in meinem Vorhaben ganz genau und ganz gut unterstützen. Was haben wir denn hier noch? Da ist auch noch was drin. Da schimmert was durch. Oh, was war das da, Peter? Das ist gut. Dann ist der Nachschub an Bomben gesichert. Ich muss jetzt in Zukunft ein bisschen aufpassen, wenn ich in Nahkampf gehe. Weil sonst machen mich die Typen hier echt noch zur Schnecke. So. Das Banditenlager ist ausgeräumt. Was haben wir denn da? Den Wachhund nehmen wir auch noch mit. Hier wieder ein bisschen Fleisch essen. Ach, da ist noch ein Bandit. Komm her, den machen wir damit. Schlechte Idee. Kurz und schmerzlos. Kurz und schmerzlos. So, hier liegt noch irgendwie was. Ja, der eine Bogenschütze. Und hier liegt auch noch eine Leiche. Fleisch. Ein bisschen was essen. So. Wo führt uns denn unser nächster Weg hin? Hier oben. Haben wir alles? Ich sehe zumindest nichts mehr. 182 Schritte, dafür brauche ich Plätze. Und dann reiten wir mal dem unentdeckten Ort entgegen. Das könnte wieder so ein Monsternest sein, aber ich will mich darauf nicht festlegen. Oh, 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 du Scheiße. Genau in ein Neckernest reingelaufen hier. Komm, jetzt darfst du uns absteigen. Spitzwegerig. Da ist ein Ghoul und diverse Necker. Da brauche ich mal eben ein bisschen Feuer. Ach, ein Neckerkrieger ist das. Ich hab den für einen Ghoul gehalten. So, dann kommt mal her, Freunde.
Hier bin ich. Was war der erste? Wieder eingezweifelt. Komm, tanz mit mir. Geschnetzelt. Ja, komm her. Komm her zum Onkel Geralt. Komm schon. Warum bleibst du denn weg? So, das müssten sie gewesen sein. Da wollen wir schnell das Netz in die Luft jagen. Was hat es mit dem armen Jungen hier auf sich? Keine Ahnung. Die Neckar tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Genau, deshalb schmeißt man da jetzt eine Bombe rein. Bumm. Und sammeln nochmal wieder ein paar Mutagene auf. Die sind ja fast wie einer Schnur aufgereiht hier. Dann können wir ja jetzt die eine Quest aufnehmen, die uns der Dorfbewohner Rückkehrer in den Puckelsumpf. Achso, das ist die eine Quest. Die machen wir aber auch noch. Welche war das denn? Oder ist das ein Hexeauftrag? Der vermisste Bruder. Nee. Monster im Wald. Nee. Das Ding aus dem Sumpf. Genau, da müssen wir auch nochmal wieder hin. Die lustige Wippe, das müssen wir auch noch machen. Phantom der Handelsroute. Ach, das können wir noch gar nicht machen. Weil wir noch viel zu schwach sind dafür. Okay, Schatzsuche. Wie war das da? Katzenschule machen wir noch nicht. Ja, dann hat sich das erledigt. Und dann gehen wir zurück nach Winkelheim. Das Loch. Und ich hoffe, wir erleben jetzt keine großartige Überraschung. Oh, da ist auch schon das Dörfchen Winkelheim. Halt! Können wir absteigen? Pack doch mal dein Schwert weg. So. Und dann wollen wir mal gucken, was uns der Wissende zu erzählen hat. Oh, du bist zurück. Deine Gabe, erzähl mir davon. Hast du diese Visionen schon lange? Schon immer. Meine Mutter hat mich mal zur Dorfhexe mitgenommen. Und da bin ich in einen Kessel mit einem Zaubertrank gefallen. Tatsächlich? Wenn ich ehrlich sein soll, als Halbwüchsiger habe ich einen Stein auf den Hinterkopf gekriegt. Seitdem sehe ich mehr als die anderen. Also wer das nicht kapiert hat, das ist eine Anspielung auf Asterix und Obelix. Wo Asterix in den Zaubertopf und den Zauberkessel gefallen ist. Mit dem Zaubertrank und dadurch diese übermenschlichen Kräfte bekommen hat. Ich bringe dir, was du haben wolltest. Danke. Jetzt einen Moment, bitte. Was ist jetzt? Ich sehe einen Wolf,
der auf einen einzelnen Turm zuhält, im Schneesturm. Er folgt der Schwalbe. Aber die Schwalbe hört nicht auf das Heulen des Wolfs. Sie fliegt immer höher, weil sie weiß, dass es ihr letzter Flug ist. Estuart Esse. So wird es sein. Haltet Ausschau nach den Zeichen. Die Welt wird in Frost ersterben und wird mitsamt einer neuen Sonne wiedergeboren werden. Aus dem älteren Blute heraus wird sie wiedergeboren, aus dem Häng ich her, dem ausgesäten Samenkorn. Idlines Prophezeiung. Lass mich. Geh. Geh jetzt. Das sieht ja sehr düster aus. Ja. Quest abgeschlossen. War nichts Besonderes. Aber es gibt immerhin XP, ne? Was machen wir als nächstes? Lass uns mal eben einen Blick in unser Questbuch werfen. Ich weiß nicht, warum das Ding mich immer nach Skellige schicken will. Ich müsste eigentlich erstmal nach Novigrad, um die Hauptquest zu verfolgen, weil dort ist Ciri verschwunden. Ich glaube, ich mache mal diese hier. Nebenquest. Rückkehr in den Buckesumpf. Wie bekannt sein dürfte, hat der selbsternannte Baron von Wehen Geralt gebeten, seine vermisste Familie zu finden. Das haben wir ja schon gemacht. Ein Mann, ein Wort. Geralt fand sie. Tamara, die Tochter des Barons, entdeckte er in Ochsenfurt, wo sie sich den Hexenjägern angeschlossen hatte. Anna, die Frau des Barons, war in der Folge eines Handels von den Mumen entführt und zur Sklavin gemacht worden. Als der Baron davon erfuhr, schwor er Anna mit Hilfe des Hexers oder ohne sie zu befreien und brachte sie und brach zu dem Ort im Sumpf auf, an dem Geralt seine Frau gesehen hatte. Das könnten wir eigentlich gleich in der nächsten Folge machen. Wo ist eigentlich der letzte Faustkämpfer? Ist auch hier in der Nähe? Nee. Ach, hier oben, Taverne am Scheideweg. Da müssen wir noch hin. Das machen wir auch noch. Dann können wir hier oben noch alles abgrasen. Ich denke, das werden wir entweder nächste Folge oder übernächste Folge machen. Was haben wir denn sonst noch? Nebenquestmäßig. Und Verteidiger des Glaubens. Da müssen wir einer Frau helfen, dass jemand Schreine an den Straßen der Region zerstört hat. Sie flehte uns an, den Schaden zu beheben und falls möglich die Verantwortlichen zu bestrafen. Das können wir auch noch machen. Aber das liegt, glaube ich, in einer ganz anderen Ecke. Eins liegt hier. Eins liegt dort. Ich habe immer noch nicht diese komische Quest angenommen. Das machen wir dann auch in einer der nächsten Folgen. Gut. Ja, dann würde ich sagen, reisen wir. Hab die Quest nicht markiert. So. Trifft den Baron in Niederwehr. Genau, da reiten wir jetzt hin. Rötze! Komm her, du altes Schlachtkreuz. Heya! Wir müssen ein wenig durch den Sumpf reiten. Es wird ein etwas längerer Weg werden. So schnell. Stimmt das? Das Rückeranwesen kennen wir schon. Ich hatte hier auch ein paar Gegneranzeichen, ne? Das war wohl nicht. So, hier ist das Örtchen Niederwirr. Das kennen wir schon
aus der Folge, wo wir die Minen vom Buckelsumpf besucht haben. Hier hat alles angefangen. Warum zum Teufel treiben sich die Hexenjäger überhaupt hier rum? Sie sind doch nicht aus Novigrad gekommen, um zwei Niemander aufzuknüpfen. Ich weiß es nicht, Herr. Haben Sie gesagt, wo Sie hinwollen? Geralt, gut, dass du da bist. Das Geschwätz dieses Gesindels ergibt keinen Sinn. Vielleicht nehmen Sie nach ein paar Peitschenhieben Vernunft an. Und? Spuck's aus! Wo sind Sie hin? Zum Dorf im Sumpf, Herr. Das Mädchen ist mit ihm geritten. Er hat ständig nach seiner Mutter gefragt. Mädchen? Wir müssen da sofort hin, Geralt. Ich muss mich noch vorbereiten. Vorbereiten? Jetzt? Die Stiefel putzen und die Nägel schneiden? Ach, mach doch, was du willst. Ich nehme meine Männer und dann gehen wir. Wir sehen uns im Mumendorf. Ja. Wir müssen den Sumpf durchqueren und diese verfluchten Mumen erledigen. Ja, aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Ich danke wieder für euer Vertrauen. Diese verseuchte Luft und lässt den Bauern hoffe, wir das sehen Hirn uns verfaulen. In der nächsten Folge wieder. Mumen, bis Scheiße. Dahin. Was werden sich diese Landeier als nächstes ausdenken? Die Mumen gibt es wirklich. Das wirst du schon bald merken. Ja, verrückte alte Weiber, die Kleingehacktes aus den Gedanken der Bauern machen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde noch kurz ins Gespräch hier lauschen. Hatte schon immer ein gutes Herz. Ich wünsche euch dabei alles Gute und bis später.